Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Live-Video zum Thema Heilung von Autoimmun- und chronischen Krankheiten. Ich möchte dir heute aufzeigen, was alles möglich ist und auch vor allem, wie das funktioniert, eine solche Heilung. Und ich bin froh, dass ich dir heute wirklich ganz, ganz tiefgehende Perspektivenwechsel mit an die Hand geben kann, damit du für dich oder vielleicht für deine Liebsten einen Weg, eine Perspektive siehst. Und bevor ich das entsprechende Thema anschneiden möchte, möchte ich mich noch kurz vorstellen. Ich bin Dr. Manuela Lamberti, Online-Gesundheitscoach und Achtsamkeitstrainerin, und ich begleite feinfühlige Frauen auf ihrem Genesungsweg raus aus chronischen Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen oder auch chronischen Erschöpfungen, weil die Basis ist bei allen die gleiche, die hörst du heute, und der Weg ist prinzipiell der gleiche, natürlich sehr individuell, je nachdem, welche Themen ganz konkret bei dir betroffen sind. Also es ist ein Weg, den ich aufzeige, ganz individuell in meinen Coachings, Einzelcoaching oder Einzelprogramme, und das Ganze alles online. Und noch ein rechtlicher Hinweis, das ist mir wichtig, dass du da Bescheid weißt. Ich möchte dich darauf aufmerksam machen, dass die Informationen, die ich heute Abend bringe, nicht eine Beratung durch eine qualifizierte Person ersetzen oder auch ersetzen können. Und auch, dass ich hier keine medizinischen Anweisungen gebe, keine Diagnosen stelle und auch keine Heilversprechen mache. Das ist wichtig, weil ich das aus rechtlicher Sicht hier anbringen muss, und dass du weißt, was ich hier heute erzähle, dient dir nur der Wissensvermittlung, und die Umsetzung der Empfehlungen solltest du immer mit einer qualifizierten Person absprechen, und wenn du etwas davon anwendest, dann tust du das immer in deiner eigenen Verantwortung. Gut, ich sehe, es ist hier jemand live dabei. Magst du mir eine Rückmeldung geben, ob du mich gut hörst und siehst? Dann weiß ich, dass ich hier nicht ins Leere rede. Das wäre wunderbar. Es geht heute Abend also ums Thema Heilung von Autoimmun- und chronischen Krankheiten. Krankheiten, die gemäß Schulmedizin in der Regel, also Autoimmunerkrankungen definitiv, chronischen Krankheiten in der Regel auch, als unheilbar gelten. Und ich komme da daher und sage, die sind heilbar, oder ich rede von Heilung von diesen Erkrankungen, und das passt vielleicht aus deiner Sicht nicht ganz überein, und das möchte ich dir heute Abend zeigen, wieso ich eine andere Sicht habe. Und wieso die Schulmedizin glaubt, es ist unheilbar. Es ist noch keine Bemerkung gekommen, aber ich gehe jetzt einfach davon aus, dass ich gut hörbar und sehbar bin, und mache einfach weiter im Programm. Wenn du jetzt live dazu schaust, dann hast du sicher eine Motivation. Vielleicht hast du eine chronische Erkrankung oder sogar eine Autoimmunerkrankung oder sogar mehrere. Vielleicht magst du das in den Kommentaren teilen, was deine Motivation ist, heute Abend dabei zu sein. Vielleicht magst du mir auch eine Rückmeldung geben, ob du jetzt im Moment an eine Heilung von Autoimmunerkrankungen und chronischen Erkrankungen glaubst oder vielleicht einfach hoffst und deshalb bist du hier, oder findest, das ist nicht möglich, die Schulmedizin glaubt das nicht, also ist das nicht möglich und du bist jetzt einfach aus Neugierde hier. Vielleicht magst du mir da eine Rückmeldung machen, was deine Motivation ist, hier heute dabei zu sein. Und ich möchte dir heute aufzeigen, wie chronische Erkrankungen grundsätzlicherweise entstehen und was es braucht, damit eine Autoimmunerkrankung entsteht, und natürlich dann, wie du das Ganze rückgängig machen kannst, also wie du es heilen kannst, die chronischen Erkrankungen und die Autoimmunerkrankungen, und ganz, ganz wichtig, was ist wirklich möglich, also wie viel Heilung ist möglich. Dieses Paket möchte ich dir heute aufzeigen. Und ich versuche immer wieder die Kommentare noch ein bisschen im Blick zu halten. Bis jetzt ist noch nichts gekommen, aber ich freue mich natürlich, wenn du in Interaktion mit mir trittst. Das nährt mich immer wieder. Und wenn du Fragen hast, weil etwas für dich unklar ist, wie ich es erzähle, oder wenn du mehr Detail brauchst, dann stell die gerne in den Kommentaren. Ich baue die gerade gerne ins Live rein, wenn die Fragen reinkommen oder die Kommentare
wenn ich die im Blick habe. Gut, wie entsteht eine chronische Erkrankung? Du spürst eine Erkrankung körperlich erst, wenn eigentlich schon ein großer Schaden in deinem Körper stattgefunden hat. Also wenn auf Zellebene oder auch in ganzen Organen bereits realer Schaden stattgefunden hat. Erst dann merkst du es. Bevor aber dieser Schaden entsteht, hat es eine immense Kettenreaktion gegeben, die zum Teil über Jahre und Jahrzehnte angedauert hat, bis du es gemerkt hast. Und was sind diese Ketten, diese einzelnen Dominosteine, die schlussendlich das Ganze zum Kippen gebracht haben, sodass du die Krankheit körperlich merkst? Krankheit oder Erschöpfung ist heute aber nicht explizit das Thema, aber es ist auch eins meiner Themen, gehört auch hier ins Paket dazu. Jede Erkrankung, jeder Schaden auf Zellebene oder Organebene hat immer Mikroentzündungen und einen Nährstoff- und/oder Energiemangel auf Zellebene als Grundstein. Ohne eine Mikroentzündung und einen Nährstoff- und Energiemangel entsteht keine Krankheit. Und woher kommen diese Mikroentzündungen und diese Nährstoff- und Energiemängel? Die kommen wenn dein System irgendwann einmal anfängt zu stottern. Also irgendeiner deiner Stoffwechselprozesse oder Hormonprozesse anfängt zu stottern, also nicht mehr rund läuft. Und was ist davon die Ursache? Ich habe ja gesagt, es ist eine Kettenreaktion, es sind wie einzelne Dominosteine im negativen Sinn. Es entsteht irgendwo und es schlägt immer den nächsten Stein um, bis es eben schlussendlich bei dir eine körperliche Krankheit oder Erschöpfung macht. Also eine Stoffwechselstörung oder Hormonstörung ist die Basis auf körperlicher Ebene. Aber das kommt nicht einfach so von ungefähr. Auch das hat eine Ursache und die Ursache davon ist immer chronischer Stress. Und wenn du chronischen Stress, diesen Begriff hörst, dann hast du vielleicht das Gefühl, dass du da ständig durch die Gegend rennst und das dich stresst. Aber das ist nicht der hauptchronische Stress, der dich krank macht. Der hauptchronische Stress ist etwas Unbewusstes, das irgendwo bei dir auf energetischer Ebene abläuft und dich innerlich in eine Stressreaktion bringt, die du gar nicht mehr richtig wahrnimmst. Wenn du sehr bewusst unterwegs bist oder schon sehr vieles gemacht hast, auch in Bezug auf Achtsamkeitstraining, dann ist ja vielleicht dieser chronische Stress, der da auf subtiler Ebene abläuft, bewusst. Aber den meisten Menschen ist es nicht bewusst. Feinfühlige Frauen, die noch nicht so stark sich mit sich selbst auseinandergesetzt haben, ist es in der Regel nicht bewusst. Woher kommt also dieser chronische Stress? Auch der hat ja eine Ursache, also ein Dominostein davor. Und das sind immer krankmachende Verhaltensweisen und Glaubenssätze, die dich innerlich stressen. Also Glaubenssätze wie zum Beispiel, ich bin falsch, ich bin nicht gut genug, ich störe, ich darf eigentlich gar nicht da sein, ich bin nicht willkommen. Die warten nur darauf, dass sie mich abschieben können oder mich fertig machen können. Glaubenssätze, die dich glauben lassen, dass du nicht ernst genommen wirst, dass du nicht gesehen, gehört oder wahrgenommen wirst. Und dich da in ein Verhalten bringen, dass du dich immer mehr bemühst, um den Leuten zu gefallen, um eben nicht zu stören, um anerkannt zu sein, um dazugehören zu können. Das sind solche krankmachende Verhaltensweisen und Glaubenssätze. Und du glaubst jetzt vielleicht, ah, das ist doch banal, das kann doch nicht die Ursache sein von chronischen Erkrankungen oder Erschöpfung oder gar von Autoimmunerkrankungen. Und ich sage dir, es ist so. Ich habe da jahrelang das auch nicht gesehen. Ich habe tief gegraben in mir selbst, bei meinen Klientinnen geschaut und gemerkt, das ist die einzige wahre Ursache. Weil wenn du in dir bist, verbunden mit dir, im Frieden mit dir, dich selbst anerkennst und willkommen heißt, dann hast du keinen chronischen Stress und dann führt das auch nicht in diesen Stoffwechsel Dysregulationen oder Hormonstörungen und dann führt das nicht zu Mikroentzündungen, zu Nährstoffmängeln und Energiemängeln und dann kommt es erst gar nicht zu einer körperlichen Krankheit.
Übrigens, der Zusammenhang chronischer Stress, den erkläre ich noch kurz. Wenn du chronischen Stress hast, bewusst oder unbewusst, ist absolut egal, dein Körper reagiert immer gleich. Das führt immer zu einer Dysregulation, ein Ungleichgewicht in deinem Hormonhaushalt. Da gehen die Stresshormone rauf und andere Hormone gehen automatisch runter, weil der Körper kann einfach nicht alles produzieren. Stressreaktionen sind für deinen Körper überlebenswichtig, weil der weiß einfach, wenn du in einer Stresssituation nicht fliehen oder kämpfen kannst, dann geht es um dein Leben. Und dein System möchte eigentlich dein Leben beschützen. Er möchte nicht, dass du gesund bist, nicht, dass du glücklich bist. Er möchte nur, dass du überlebst. Mir ist das zu wenig. Ich möchte glücklich sein, ich möchte gesund sein und ich glaube, du auch, sonst wärst du vermutlich nicht da. Und diese Stresshormone verursachen mit der Zeit, nicht wenn sie akut sind, also die erste Stressreaktion, wenn du zum Beispiel irgendwo bist und erschrickst und dich dann wieder beruhigst, dann ist alles gut. Aber diese ständige Stressreaktion, ich erzähle dir noch, woher die kommt, aber die verursacht in dir eben diese Mikroentzündungen, diese Brände in dir. Es verursacht, dass deine Verdauung nicht mehr richtig funktioniert, weil das ist nicht überlebenswichtig. Dann geht eben die ganze Energie in den Muskeln, damit du rennen kannst, in den Augen, damit du fokussiert schauen kannst, ins Hören, damit du wirklich jedes Geräusch, jede Gefahr wahrnimmst. Und der Magen wird lahmgelegt. Wenn der Magen lahmgelegt wird, kannst du die Nährstoffe nicht mehr verdauen und dann zerstört es deinen Darm. Und dadurch bekommst du einen löchrigen Darm, dadurch gehen Toxine in deinen Körper und dann fängt eine Katastrophe an. Das ist ein Weg, es gibt verschiedene andere Wege, wo eben diese Mikroentzündungen auch stattfinden. Und in diesen Stressreaktionen brauchst du viel, viel, viel mehr Nährstoffe. Und wenn du sie dann aber nicht gut aufnehmen kannst, weil deine Verdauung nicht richtig funktioniert, kommst du in einen Nährstoffmangel. Und durch diesen Nährstoffmangel kommst du in einen Energiemangel und dann bist du irgendwann eben in dieser Krankheit oder Erschöpfung drin und oder Erschöpfung drin. Gut, also die Basis von chronischem Stress sind immer krankmachende Verhaltensweise und Glaubenssätze und die werden getriggert durch verdrängte Gefühle und Erinnerungen, die du selbst erlebt hast in einer traumatischen Situation. Ich komme noch darauf zurück, was das bedeutet. Oder die du vererbt bekommen hast von deinen Eltern. Das ist etwas, das lange nicht so richtig wahrgenommen wurde. Wir haben ganz viele Traumas in uns, die wir nicht selbst erlebt haben, aber unser System verhält sich so, als hätten wir es selbst erlebt. Und das ist dramatisch, weil wenn du es nicht selbst erlebt hast, dann kannst du es ganz schwer dich daran erinnern. Es gibt natürlich Rückführungen und ich arbeite auch mit meinen Klientinnen so, dass sie sich erinnern, weil es ist wichtig, dass du es selbst erkennst in dir, was dich da krank macht, damit du es auflösen kannst. Das ist eins meiner Expertisen, dass wir da tief tauchen, ohne dich zu überfordern, aber dass wir wirklich die Themen erkennen, die diesen chronischen Stress verursachen, um den auch wieder auflösen zu können. Ein Trauma. Die Trauma, die uns krank machen, die geschehen sehr oft in frühen Zeiten, also Mutterleib bis 5. bis 7. Lebensjahr oder natürlich auch heftige Ereignisse auch in späteren Leben, wenn eine Vergewaltigung, die geschieht zum Teil auch später und ist auch hochtraumatisierend. Aber viele Sachen geschehen in den ersten Lebensjahren oder sogar im Mutterleib. Und da kann es sein, dass es nicht eine hochtraumatische Situation ist, aber für dich als feinfühlige Person war es hochtraumatisch. Also es ist immer individuell, was traumatisch ist und wie sehr das dann auf Seelenebene eingebrannt ist. Also es muss nicht etwas ganz, ganz Heftiges sein. Es kann auch sein, dass du überforderte Eltern hattest, die dich immer angeschrien haben, wenn du geschrien hast, weil du Hunger hattest oder deine Windeln voll waren und du hast das dann interpretiert, dass du eben falsch bist, dass du unerwünscht bist, dass du nicht willkommen bist, dass du störst und dann hast du deine Verhaltensweise dementsprechend adaptiert, dass du einfach deine Bedürfnisse zurückgestellt hast, dass du immer ein liebes Kind warst, damit du eben nicht in Gefahr warst, weil du als Kind wusstest, du bist abhängig von deinen Eltern und wenn sie nicht für dich sorgen, dann stirbst du. Und du hast dann alles gemacht, um eben
überleben zu können. Einfach so ein Beispiel, wie ein Trauma entstehen kann oder eben du hast es abgeguckt sozusagen durch das Verhalten, traumatisierte Verhalten deiner Eltern oder du hast es über die Gene vererbt bekommen. Das ist mittlerweile auch bewiesen, wissenschaftlich bewiesen, dass wir Traumen, das gibt eine Veränderung auf Genebene. Und dieses veränderte Gen wird dann der nächsten Generation übergeben. Und das kann über mehrere Generationen so weitergegeben werden. Also es kann sein, dass du ein Trauma in dir trägst von deinen Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßeltern und dir das nicht bewusst bist, aber es verursacht in dir ein Verhalten, ein krankmachendes Verhalten und Glaubenssätze, so als hättest du es erlebt. Es verursacht in dir einen chronischen Stress, der dich krank macht. Und du kannst dir vorstellen, dass deine Gesundheit so etwas wie ein Fass ist und dieses Fass sollte optimalerweise leer sein oder eben nicht ganz gefüllt. Und durch alles, was du in deinem Leben erlebst, füllt sich dieses Fass kontinuierlich. Das kann sein, dass es eben aufgrund dieser Trauma immer wieder Trigger gibt, die dich glauben lassen, ich bin falsch und das Fass füllt sich immer mehr. Aber wir leben auch in einer sehr toxischen Umwelt mit Elektrosmog, mit vielen Giftstoffen in der Nahrung, in der Luft. Wir haben eine Lichtverschmutzung, wir haben ganz viele Belastungen und dein Fass füllt sich immer mehr. Und wenn es voll ist, erst dann bist du spürbar krank. Also das ist das, was ich als unterste Ebene vorhin erwähnt habe, mit Organschäden. Erst wenn die stattgefunden haben oder Zellschäden, spürst du eine Krankheit. Das ist eben, wenn das Fass voll ist. Und was geschieht, wenn du Trauma heilst, deine oder eben die du übernommen hast? Das ist so, als würdest du unten im Fass ein Loch machen und das, was zu viel ist, kann einfach kontinuierlich abfließen. Und wenn es dann abfließt, mehr als wieder reinkommst, dann kannst du heil werden. Das ist so einmal das grobe Ganze, wie eine chronische Erkrankung entsteht und dementsprechend auch, wie du wieder genesen kannst. Und ich möchte noch ein bisschen tiefer reingehen, was ist speziell an einer Autoimmunerkrankung? Also was ich jetzt erwähnt habe, ist generell für chronische Erkrankungen oder chronische Erschöpfung. Eine Autoimmunerkrankung ist auch eine chronische Erkrankung, ist aber etwas ganz, ganz Spezifisches, was da auf Seelenebene geschieht als traumatische Situation. Und das möchte ich dir noch erklären. Und zwar ist es so, dass eine Autoimmunerkrankung ist ja eine Art von Autoaggression. Dein Immunsystem greift dein eigenes Körpergewebe an. Es gibt dafür verschiedene Erklärungen auf Körperebene. Und für mich gibt es nichts auf Körperebene, was nicht als Seelentrauma auf Seelenebene zuerst abgespeichert wurde. Also für mich ist dieses Trauma immer die Basis für eine Krankheit. Ohne Trauma keine Krankheit. Und dieses Trauma, das speichert sich in den Genen ab, aber eben auch auf energetischer Ebene in deiner Seele. Und wenn du mit diesem Begriff Seele nichts anfangen kannst, dann ist das auch okay. Stell dir einfach vor, das ist so wie eine Software und darin sind alle Programme abgespeichert, die dich ausmachen als Mensch. Deine Gefühle, deine Gedanken und eben wie du körperlich aufgestellt bist, auch wie du in Beziehungen bist, das ist alles in dieser Software Seele abgespeichert und das sind sowohl die gesunden als auch diese kranken Programme abgespeichert. Und bei den Autoimmunkrankheiten, wo dann auf körperlicher Ebene eben das Immunsystem dein Körpergewebe auf irgendeiner Ebene angreift, bedeutet auf Seelenebene immer, dass du in dir ein Gefühl des gedemütigt worden sein hast. Also du wurdest oder du hast eben dieses Trauma vererbt bekommen. Das lasse ich jetzt mal weg. Ich rede jetzt einfach einmal von dir. Du kannst es dann ableiten, dass du es allenfalls vererbt bekommen hast. Du wurdest irgendwann einmal stark gedemütigt in einer Machtsituation, wo du das Gefühl hattest, du kannst dich nicht wehren. Vielleicht war das so und vielleicht hast du es nur so interpretiert. Das ist für dein System egal. Tatsache ist, du hattest damals das Gefühl,
Du wirst gedemütigt und du kannst dich nicht wehren, weil du sonst noch stärker beschädigt, gequält oder gedemütigt wirst oder eben sogar stirbst. Das war dein Gefühl, deine Interpretation und du hast es also verdrängt. Dieses Gefühl des Gedemütigtseins hast du in dir verdrängt, auf Seelenebene eingebrannt und das hat mit der Zeit angefangen, wie dich von innen her aufzufressen. Das ist eine Aggression, die du hättest rausbringen sollen, um dich zu wehren, hast aber das Gefühl gehabt, das kannst du nicht, also hast es in dir rein verdrängt und es hat dann angefangen, dich von innen her zu zerfressen. Zuerst auf psychischer Ebene mit einer Selbstablehnung, einem Selbsthass. Vielleicht kennst du das von dir, vielleicht ist es dir auch noch nicht bewusst, vielleicht hast du so starke Verdrängung, dass dir das nicht bewusst ist. Mir war es bewusst, ich hatte einen immensen Selbsthass, seit ich ein kleines Kind war und es war ein großer Prozess, das dann zu heilen. Über Jahre und Jahrzehnte, weil ich da vieles experimentiert habe. Ich mache das jetzt natürlich ein individueller, zielgerichteter mit meinen Klientinnen. Aber es ist ein tiefer Prozess, wenn dein großer Selbsthass ist und eben bereits auch körperlich diese Autoimmunkrankheit, die dann nachgeschaltet kommt. Also zuerst kommt immer die Psyche dran, wenn auch von dieser Autoaggression zu einem Selbsthass oder Selbstablehnung und dann zu einer Autoaggression körperlich, die eine Autoimmunkrankheit darstellt. Das ist so, was meine Forschungen an Menschen und auf der Energieebene ergeben haben, wie Autoimmunerkrankungen entstehen. Und ich habe ja bereits gesagt, wie chronische Krankheiten dann geheilt werden können, aber ich möchte jetzt vielleicht noch nachfragen, ist es für dich klar? Ist es klar, wie chronische Krankheiten entstehen, gemäß meiner Wahrnehmung? Ob du jetzt das so annehmen kannst oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ob du jetzt meine Sicht verstehst, ob das für dich klar ist und auch ganz konkret das Thema Autoimmunkrankheiten. Ist das für dich klar oder brauchst du da noch eine Beleuchtung von einer anderen Seite? Gib mir das gerne in den Kommentaren rein, dass ich dich da ein bisschen besser spüren kann. Gut, also Heilung von chronischen Erkrankungen geschieht gemäß meiner Wahrnehmung immer auf dieser Seelenebene, indem das Trauma aus dem Unterbewusstsein, aus dem Verdrängten ins Bewusstsein gehoben wird. Das heißt nicht, dass du da in dieses Trauma nochmals reingehen musst. Es geht vor allem darum, dass du die verdrängten Gefühle und Verhaltensmuster, Glaubenssätze erkennst und transformieren kannst oder heilen kannst. Das ist das Wichtigste. Es ist nicht wichtig, in die traumatische Situation nochmals reinzugehen zu müssen und alles nochmals zu durchleben. Es heißt aber, die Gefühle bewusst wahrnehmen und annehmen, dass sie heilen können. Und bei den Glaubenssätzen, Verhaltensmuster braucht es zum Teil ein bewusstes Umpolen, dass du diese loslassen kannst. Und der erste Schritt ist immer, dass du es erkennst, also aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein hebst und das ist eigentlich die große Kunst des Heilens und eben auch einer meiner Stärken in meiner Arbeit mit meinen Klientinnen. Also Heilung, die wirkliche Heilung geschieht auf Seelenebene und wenn die Seele geheilt ist, dann gibt es wieder einen positiven Dominoeffekt und der Körper kann dann mit der Zeit wieder in die Selbstregulation kommen und kann sich dann selbst heilen. Also du hast wirklich wundersame Selbstheilungskräfte in dir, die im Moment einfach blockiert werden aufgrund dieser Mikroentzündungen, aufgrund Nährstoffmangel, aufgrund von Energiemangel und da gilt es, auf Seelenebene das zu heilen, was geheilt werden muss, damit sich der Körper selbst regulieren kann und in der Zwischenzeit den Körper dabei zu unterstützen, in die Selbstregulation zu gehen. Also das ist so ein Hand-in-Hand-Prozess, um das optimal zu gestalten. Ich nenne diese Seelenheilungsebene Innenwandel und die Körperunterstützung, Körperunterstützung und somit biete ich auch in meiner Arbeit Innenwandel und Körperunterstützung an, um wirklich ganzheitlich an diesen Themen ranzugehen. Und bei der Autoimmunerkrankung geht es natürlich ganz konkret darum, dieses Gefühl des gedemütigt Seins
bewusst wahrzunehmen und anzunehmen, dass das heilen kann. Und erst wenn das heilen kann, dann kann dein Körper in die Selbstheilung umswitchen. Und ich rede dann natürlich auch aus eigenen Erfahrungen. Ich hatte Autoimmunerkrankungen, eine diagnostizierte, die jetzt nicht mehr ist. Und vielleicht habe ich auch noch andere Autoimmunerkrankungen, die noch sind. Ich kommuniziere mit meinem Körper, ich habe das selbst abgefragt. Und bei meinem Magen, da habe ich noch eine Autoimmunerkrankung gemäß meinem Abfragen. Und da bin ich in großen Schritten dran, das zu heilen. Hashimoto hatte ich nicht offiziell diagnostiziert, selbst abgefragt und ist auch gemäß meiner Abfrage mittlerweile geheilt. Und ich habe sehr viel Seelenheilarbeit gemacht und merke jetzt wirklich, wie dieser Prozess rückwärts geht. Es ist natürlich am eindrücklichsten, wenn man es bei sich selber merkt. Ich beobachte es von außen auch bei meinen Klientinnen, aber eben wenn man es selbst erlebt, ist es sehr, sehr eindrücklich, was da geschieht, wenn man wieder eine Ebene auf Seelenebene geheilt hat und merkt, wie der Körper dann plötzlich wieder einen Sprung in die Heilung machen kann, weil eben die kranke Wurzel weg ist, jetzt eine gesunde Wurzel da ist. Ist das für dich klar, wie Heilung geschieht? Einfach so im Groben, im Kleinen ist es natürlich sehr individuell, aber im Groben, dass du das verstehst und auch für dich auch dieses Gefühl des Gedemütigtwordenseins nachspüren kannst und auflösen kannst, falls du eine Autoimmunerkrankung hast, weil das ist die Basis für deine Heilung. Und dann möchte ich noch ein paar Worte zu sagen dazu, wie viel Heilung ist überhaupt möglich. Wenn ich von Heilung spreche, dann meine ich immer einen Prozess. Also ich meine nicht den Endzustand des Geheiltseins, sondern ich meine diesen Prozess des Krankseins zu stoppen und rückgängig zu machen Richtung Genesung. Weil es gibt im ganzen Universum keinen Stillstand. Das heißt, du bewegst dich immer kontinuierlich mehr Richtung Krankheit und kränker werden oder du machst es rückgängig und bewegst dich Richtung Gesundheit und Genesung. Das ist für mich Heilung, dieses Rückwärtsbewegen in Richtung Genesung. Das heißt nicht, dass es ein Endzustand ist. Es gibt bei gewissen Menschen einen Endzustand, wo sie wirklich diesen Zustand erreichen, wo sie sagen, ich bin vollkommen geheilt. Und es gibt aber Menschen, wo das in diesem Leben nicht möglich ist. Und das heißt dann nicht, wenn du da dazugehörst bei der zweiten Gruppe, dass du etwas falsch machst, weil es kommt darauf an, wie sehr die Themen bei dir auf Seelenebene eingebrannt sind und wie viel Organschäden dein Körper bereits davongetragen hat durch die Krankheit, die du bis jetzt erfahren hast. Es gibt Organschäden, die wie eine Schwelle überschritten haben, die dann nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Das gibt es in der heutigen Zeit immer noch. Wir sind mit dem Bewusstsein noch nicht so weit, dass wir alles rückgängig machen können, aber es ist viel, viel mehr möglich, als du jetzt glaubst. Und die Heilung geschieht immer auf Seelenebene, beginnt mit der Traumaheilarbeit. Und da möchte ich dir die Angst nehmen, es geht nicht darum, in die Traumas nochmal reinzutauchen, um wirklich alles zu erleben. Es geht darum, die Glaubenssätze und Verhaltensweise, die dich krank machen, zu transformieren in gesundmachende Glaubenssätze und Verhaltensweise. Und es geht darum, die verdrängten Gefühle zu befreien, zu heilen. Also Heilung ist ein Prozess, Bewegung Richtung Genesung, also Rückwärtsbewegung von Krankheitsprozess in einen Genesungsprozess. Wie viel Genesung möglich ist für dich, hängt davon ab, wie viel Trauma-Programme du auf Seelenebene hast, wie tief eingebrannt die sind und wie viel Körperschaden du bereits davongetragen hast und wie viel Zeit dir somit auch bleibt in diesem Leben, um dich zu heilen. Und damit meine ich nicht, dass du vielleicht eine Lebensprognose hast von 6 Monaten. Ich gehe davon aus, dass ich normal alt bin. Ich bin jetzt 48 und wenn ich jetzt, ich weiß auch nicht, 88 werde, habe ich noch 40 Jahre und es kann sein, dass ich in diesen 40 Jahren oder vielleicht auch schneller alles heilen kann, was jetzt noch ansteht. Es kann sein, dass ich nicht alles heilen kann. Ich weiß es bei mir nicht.
Ich finde es immer ganz schwierig, bei sich selbst reinzuschauen. Bei meinen Klientinnen sehe ich tiefer. Und es ist aber auch nicht hilfreich, das zu wissen, weil wir sind sehr kopfgesteuert und solche Informationen können uns oft mehr demotivieren als motivieren. Was ich dir mitgeben möchte, ist, dass jede Heilung auf Seelenebene und natürlich auch auf körperlicher Ebene sich lohnt, weil es bedeutet, in diesem Leben mehr Leichtigkeit, mehr Möglichkeiten, dich zu entfalten. Und ich glaube an Wiedergeburt. Alles, was du in diesem Leben auf Seelenebene geheilt hast, nimmst du nicht mit als Thema ins nächste Leben. Also du startest einfacher. Und somit ist es für mich in jedem Fall wichtig, das zu tun, was möglich ist. Und nicht daran zu glauben, schaffe ich es ganz, mich zu heilen und oder schaffe ich es nicht ganz, sondern zu wissen, ich bewege mich rückwärts im Krankheitsprozess, also vorwärts im Genesungsprozess und das auch zu spüren durch eine kontinuierliche Verbesserung. Das ist für mich wichtig, für mich und für meine Klientinnen. Und was dann möglich ist, das zeigt sich und ich bin dann jeweils dankbar für mich und für meine Klientinnen für all das, was möglich ist. Und ich weiß einfach, wenn man tief gräbt auf Seelenebene, das sind wirklich Quantensprünge möglich und viel, viel, viel mehr, als man heutzutage glaubt und vor allem auch das, was die Schulmedizin glaubt. Und vielleicht da noch ein Wort, die Schulmedizin sieht nur die körperliche Ebene und glaubt deshalb nicht an Heilung, weil sie die Ursache noch nicht erkannt hat. Und die Ursache ist nicht auf Körperebene zu finden, die ist auf Seelenebene. Und solange die Schulmedizin nicht auf Seelenebene schaut, wird sie die Ursache nicht erkennen und wird diese Autoimmunerkrankungen und viele chronische Krankheiten als unheilbar abstempeln. Lass dich nicht davon beirren. Mach einen Schritt nach dem anderen. Du wirst sehen, dass viel, viel mehr möglich ist, als du jetzt noch glaubst. Und wenn du Unterstützung dafür brauchst und von mir wünscht, dann schreib mir gerne eine persönliche Nachricht. Ich zeige dir dann gerne auf, was ich für Möglichkeiten anbiete in Einzelcoachings oder in Einzelprogramme, also Begleitungen über eine längere Zeit oder eben einen Impuls in einer Sitzung. Alles online bei mir. Du kannst von irgendwoher teilnehmen und ich gebe dir dann die Informationen gerne weiter über den Messenger, wenn du dich interessierst. Und mich würde es jetzt wundern nehmen, was du vom heutigen Webinar mitgenommen hast. Gab es da Neuigkeiten für dich? Nimmst du irgendetwas mit, was du jetzt konkret angehen möchtest? Das ist für mich immer ganz wertvoll, um zu spüren, was bringt dir mein Vortrag? Kannst du etwas damit anfangen? Das würde mich freuen, wenn du mir deine Rückmeldung machst. Und wenn das Webinar oder dieses Live-Video für dich wertvoll war, dann schenk mir auch gerne ein Herzchen oder teile es auch, um andere feinfühlige Frauen mit chronischen Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen oder Erschöpfung über dieses wichtige Thema zu informieren. Das war's von mir. Ich sehe noch keine Kommentare. Wenn du noch eine Frage hast, wenn du das jetzt anschaust im Live oder im Replay, dann kannst du mir das gerne noch in den Kommentaren schreiben. Das schaue ich auch später noch rein und beantworte das auch gerne noch später. Und verabschiede ich mich heute. Für heute, ich genieße jetzt noch einen ruhigen Abend. Ich bin heute ein bisschen schlapp. Dieses Winterwetter hat mich heute ein bisschen müde gemacht. Ich mache mir jetzt noch einen ruhigen Abend. Und nächsten Mittwoch um 19:30 Uhr gibt es das nächste Live-Video von mir. Das Thema spüre ich immer so Montag rein und veröffentliche es dann in einer Veranstaltung. Und wenn du direkt informiert werden möchtest, dann abonniere gerne meinen Newsletter. Da kann ich dir vielleicht noch den Link reingeben und da informiere ich immer direkt über die Themen und da kannst du auch direkt dich dann registrieren in der Facebook-Veranstaltung, so dass Facebook dich direkt informiert, wenn ich dann live bin. Das kannst du gerne abonnieren. Gut, noch keine Fragen, keine Kommentare. Ich wünsche dir einen wunderbaren Abend und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder oder überhaupt live dabei bist. Bis bald wieder. Tschüss.